Ich gehe noch mal ein kleines Stückchen weiter weg. Einfach, dass wir noch mal eine schöne Perspektive aufs Haus kriegen. Es ist halt jetzt nicht ganz in der Mitte, aber ich glaube, das ist okay. Ach, das sieht doch schön aus. Ja, unser Anwesen. Ja, es stört mich schon ein bisschen, muss ich sagen, dass es nicht ganz in der Mitte ist. Wir könnten natürlich das Dach hier noch ein Stück rausziehen, ohne das Haus weiter rauszuziehen. Wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Unterstand quasi hinten im Garten. Vielleicht mache ich das auch noch. Aber jetzt gerade noch nicht. Ich möchte es jetzt erstmal so lassen. Grob ist es fertig. Der Rohbau steht jetzt. So, wie machen wir es hier? Da können Fackeln hin. Hier können Fackeln hin. Die Fackeln hier sind schon da. Das Dunkelste ist jetzt natürlich die Gegenseite hier. Wo ich gar nicht weiß, welches Lichtlevel wir da hinkriegen. Das dürfte 14 sein. Dann haben wir hier 13, 12. Ja, 14 hier. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, also da muss eine Fackel hin und dann dürfte es reichen. Ich setze die Fackeln hier gerade mal so, wie die drüben auch sind. Das heißt, ups, hier kommt noch eine Fackel hin. Und da kommt noch eine Fackel hin, erstmal. Wie gesagt, hier oben werden wir ganz viel mit Teppich arbeiten, dass wir hier auch nicht diese ganzen unschönen, Oakwood Planks durchsehen. Und dann werde ich nochmal schauen, was wir noch alles machen können hier. Oder was auch alles in die Etage kann. Da bin ich mir ja auch noch nicht ganz sicher. Wie gesagt, Ideen gerne in die Comments. Und hier oben... brauchen wir auch wahrscheinlich hier in der Mitte wieder was an Fackeln. Dann machen wir das erstmal jetzt so. Ich setze hier eine hin. Ups. Genauso wie hier. Und das gleiche auf diese Seite. Hier setze ich eine hin. Und da setze ich eine hin. Und dann haben wir hier in die Mitte noch eine. So, das dürfte reichen. Das sollte alles ausgeleuchtet sein. Ich finde, es sieht wirklich gut aus. Ich mache hier mal Folgendes. Ich mache das hier mal zu. So. Dann sieht es ein bisschen angenehmer aus, denke ich. Ich weiß halt noch nicht, hier mit, hier würde ich glaube ich auch gern zumachen, dass wir eine 2 hohe Wand mindestens haben. Vielleicht sogar eine 3 hohe Wand, dass wir hier was hinsetzen. Aber ich lasse es erstmal offen. Ja. Und dann hier außen mit Beleuchtung gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Muss auf jeden Fall noch ein bisschen was beleuchtet werden. Ich wollte auch mal Glow-Lichens holen. Damit kann man ja auch noch eine schöne Außenbeleuchtung machen, die so ein bisschen subtiler ist und einfach nur so mehr so ein bisschen Hintergrundbeleuchtung macht als andere. Aber ich denke, das funktioniert ganz gut. Also, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Küche, unser Wohnzimmer, was auch noch gebaut werden muss. Hier sind unsere Abgänge nach unten, ein kleines Mini-Lager für Sachen, die man so alltäglich braucht. Die Kiste da kommt noch weg. Hier drin kommen vielleicht auch noch Blümchen hin. Hier oben gibt es dann das große Schlafzimmer, schätze ich mal. Kleiderschrank, wo man Armer reinstellen könnte. Und was wir hier machen, vielleicht einfach so ein offener Bereich, so ein paar Blumenkästen noch, könnte ich mir vorstellen. Sieht vielleicht ganz schön aus. Und hier oben mache ich das erstmal wie so ein Abstelllager, einfach ein paar Heuballen rein, ein paar Barrels rein, ein paar Kisten rein, wo nicht wirklich was drin sein wird, weil unser Lager und alles Größere soll natürlich dann unter die Erde kommen, also hierhin. Ja, und das dürfte dann die Haustür gewesen sein, unsere erste. So, ich mache nochmal ein paar Fackeln und dann packe ich jetzt mal das restliche Holz weg. Spruce Wood. Ich glaube, ja, die Stacks, die wir geholt hatten, ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber die haben auf jeden Fall gereicht. Das ist schon mal gut. So, die Planks haben wir jetzt ein paar zu viel, die Slabs haben wir ein paar zu viel gemacht. Trapdoors sowieso. Ein bisschen Holz brauchen wir ja noch. Ich behalte jetzt erstmal das Spruce Wood auf Tasche. Die Erde kann dahin und Cobble Deep Slate kommt weg. Und die Leiter lasse ich auch mal hier. Du kommst auf Tasche.
Dann haben wir, glaube ich, das meiste geschafft. Nochmal kurz schlafen gehen. Okay. Ich nehme das bald mal wieder mit. So, vielleicht sollten wir uns hier auch bald mal ein festes Bett hinhauen. Das Schlafzimmer noch angehen. Oh. Was ist denn hier mit den Creepern los? Ich verstehe es nicht. Nein. Okay. Puh, bisschen Paranoia. So, haben wir hier noch Gravel für den Weg eigentlich? Ups. Ja, haben wir. Das nehme ich mal komplett mit. Weil da vorne ist ja schon das Wegstück, wo wir ein bisschen Gravel brauchen. Also nicht hier, aber ein kleines Stückchen weiter. Dann können wir da vielleicht noch was machen. Und ich glaube, dann reicht das gleich auch schon wieder mit der Aufnahme. Dann haben wir schon wieder einiges geschafft. Okay. Ja, wir sollten vielleicht doch besser wieder mehr schlafen gehen. Das ist doch ziemlich gefährlich hier. Ich will, vor allen Dingen, weil ich ja auch nicht alles komplett ausleuchten will, sondern wirklich nur so ein bisschen realistisch den Weg hinhauen will, möchte. So, der Weg hier dürfte komplett aus Gravel werden. Fangen wir mal an. Ja, die Fackel, da muss weg. Aber das darf er jetzt auch. Da kommt Gravel hin. So, ja, ich glaube, der hier muss nicht mehr hin. Ja, so ein bisschen Wegarbeit ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, dich hau ich doch weg. So, dann geht der Weg eher hier lang. Der hier wird noch verbunden. Ich mache das jetzt nochmal mit der Schaufel, dass wir hier noch ein bisschen weiterkommen. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Soll halt immer noch etwas random aussehen. Da muss auf jeden Fall irgendwo noch Sand hin. Nein, nicht so ganz in einer Linie. Ich fülle erstmal die Lücken aus und dann schauen wir mal, wie weit wir gekommen sind. Aber ich glaube,
Wir sind schon nah dran an dem, was ich gerne hätte für den Weg hier. Bisschen zu schmal noch, aber das ist kein Problem. Da können wir noch rechts und links ein bisschen Gravel machen. Ja, ich finde es einfach immer am schwersten, hier so eine schöne Mischung reinzukriegen. Dass der Weg halt irgendwie so ein bisschen von Gravel zu sein soll, aber auch nicht so richtig. So, dann machen wir hier nochmal so. Und hier noch einer rein. Da noch einer rein. Und da noch einer rein. Hier Gravel und da Gravel und da Gravel. Die sind schon wieder so in einer Linie, das ist doof. Oh, dann hau ich da noch einen hin. So, da haben wir doch hier einen größeren Gravelweg. Das ist schon mal ganz schön. Ja, das passt. Ist jetzt vielleicht sehr breit geworden stellenweise, aber ich denke, das trifft es ganz gut hier. Und dann haben wir jetzt unseren Weg doch schon ein ordentliches Stück erweitert. Und dann fahren wir jetzt nochmal kurz zurück zum Starterhaus und dann beende ich die Aufnahmesession auch mal. Aber so können wir dann jetzt ganz gut mal schauen, wie weit wir den Weg eigentlich schon erweitert haben. Ungefähr hier sind wir jetzt auf dem richtigen Block. Das Haus ist da vorne. So, das heißt, da ist das Haus. Das sieht von Weitem weg auch richtig gut aus. Ich glaube, ich werde das machen. Das Dach noch nach rechts ein Stückchen weiter rausziehen, damit dieser Vorbau in der Mitte ist. Ja, da hinten ist unser Steg. Ein Viertel bis ein Fünftel haben wir, glaube ich, geschafft. Ja, also Fünftel würde ja ganz gut passen. Noch viermal den Weg, den wir jetzt fertig haben. Und dann war es das. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauern wird, aber ich bin mir sicher, das wird was. So. Ja, dann wünsche ich euch noch ein paar schöne letzte Ferientage, falls ihr von den Ferien betroffen seid. Denn diese Folgen dürften jetzt ja in der letzten Ferienwoche, glaube ich, rauskommen. Und ja. Genießt es noch. Viel Spaß auf der Arbeit ansonsten. Oder mit euren freien Tagen, falls ihr gerade frei habt. Danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben da. Schreibt gerne Kommentare mit Vorschlägen, was wir noch so machen können. Und ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Episode wiedersehen würden beim Let's Play Minecraft. Ja, und wer Ideen hat für diese Statue, der darf sich gerne melden. Das letzte für die heutige Aufnahmesession, das könnte echt ein schönes Ritual werden, ist, dass ich beim nächsten Mal gerne den Weg weiter bauen möchte. Und vielleicht, egal, ne, lassen wir es, ich habe mich eh vertippt. Weg weiter bauen ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ich hätte das Schild gar nicht mehr abbauen müssen. Egal. Also, wer eine Idee für einen Namen für diese Statue hat, gerne melden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.